Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Aufnahmesession der Beta von Guild Wars 2. Gestern bzw. heute Nacht habe ich aufgehört wegen Platzmangels und vielleicht auch ein wenig Müdigkeit. Aber jetzt geht es knallhart weiter. Es ist gerade Nacht, wie es scheint. Und wir waren auf dem Weg nach Norden, um die letzte sozusagen Nebenquest hier abzuschließen. Dann würde ich sagen, hindert uns daran jetzt auch nichts mehr. Kann uns der Kerl vielleicht noch was Die Geister der erzählen? Wildnis Nee. empfangen euch. Also, durch den Halsbrecherpass mitten hinein ins Verderben. Naja, wohl eher in die eisige Kälte. Und viel, viel weißer Schnee. Da, wo ich herkomme, gibt es nämlich nur schwarzen Schnee. Von dem ganzen Trick, den die Reifen der Autos auf den Schnee abtragen. Richtig eklig. So, was gibt's hier? Wieder Holz. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das abbauen soll, kann, darf. Kupfererz gibt's auch. Bringt mir ja aber alles zurzeit gerade nix. Bin schon vorbeigelaufen. Ah ne, ich muss da rum. Uiuiui, das ist doch mal mehr, wie ich gedacht habe. Und hier sieht das doch aus, als gäbe es Berufslehre. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich mache zuerst die Quest und das. An das Vieh will ich mich jetzt erstmal nicht dran wagen. Wagen mit K. Greift er mich an? Ja, tut er. Das ist kacke. Er ist Level 7. Das ist. Ja, gut, ist noch machbar, aber da sollten wir nicht so viele auf einmal kommen. Klasse, geschlagen. Die machen uns nichts. Da hinten läuft ein alter Geist rum. Aber das ist ein Spieler. Wohl ein Franzose. Das sind die einzigsten, die so ein I mit zwei Punkten schreiben. Unterhaltet und beschützt die Kinder. Okay. Soll ich jetzt die Kinder mit Schneebällen abwerfen? Ach so, funktioniert das. Ja, natürlich vorbeigeworfen. Der Kinder möchte sich bloß bedanken, dass ich sie mit Schneebällen geworfen habe. Und anschließend aus Versehen mit Äxten. Und ich bin dem Tode nahe, das merke ich hier überhaupt nicht. Oder nur sehr selten. So. Ja. Was kann ich hier mit machen? Interagieren, aber. Es tut sich nichts. Naja, dann werfen wir halt mal weiter mit Schnippeln. Yeah, in your face. Da, auf dich. Komm schon. Zack. Knallhart. Ich bin da. Ich mach keine Kompromisse, wie man sieht. Spielen wir. Ihr
Der riecht komisch. Wo hat denn den hingepfeffert? Das war wohl nicht so gewollt. Ob die Schneebälle könnten mal wieder auftauchen, so aus dem Nichts. Ah, okay. Ja, was ist? Ich brauch Balls. Ohne Balls. Ach, hier sind auch noch Kinder, die man abwerfen kann. Sehr gut. Bleib stehen, du Lump. Zack. So hast du das verdient. Und noch eins in die Fresse. Und dann sind hier die Schneebälle noch nicht ganz all. Der Schmied regt sich auf, dass wir hier... Ach nee, das ist gar kein Schmied, das ist... Fuck. Erstmal Schneeball nach ihm geworfen. Ah. Doch, das ist ein Schmied. Das ist der Schmied, aber das ist ein... Werwolf. Der... sehr wenig Schaden nimmt. Das ist nicht sehr gut. Ja, das ist scheiße. Das Ende ist nah. Alter, ist das Kacke. Ihr tut hier etwas. Kann ich ja gar nicht. Also, geht bestimmt irgendwie, aber nicht so. Alter, jetzt habe ich nicht mal die Wegwaage da entdeckt. Jetzt muss ich auch wieder zurück an den Arsch der Welt. Mann, eine edle Seele heilt euch, toll. Hätte ich das jetzt früher gewusst oder mitgekriegt? Zum Kotzen sowas. Oh, das ist der Hidden der Lust. Der ist sehr lustern und muss seine Lust verstecken. Sonst würde er ja wohl kaum so einen Namen wählen. Hier verschwinden einfach so Spieler vor unseren Augen. Das ist doch an der Tagesordnung. Fertig. Ach Gott, jetzt sowas auch noch. Na dann bier ich das mal alleine. Ja, das soll sogar machbar sein. Also Heilung wäre nicht schlecht. Ja, das war jetzt auch schon mal knapp. Kurz. Der haut da Pfeile raus. Du stirb. Du Drecksohn, du Missgeburt. Klasse. So, jetzt noch die Straßensperre vernichten. Kann auch schneller gehen. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch welche. Oh doch. Das ist Kacke. Kacke. Ja, und den kann sich mal das Bärli kümmern. Auf jetzt. Scheißen, Drecksen. Was ist eine Attacke? So, der ist jetzt auch hin. Yippie, Beitragsstufe Gold. Ich bin so ein richtiger Goldabräumer. Abräumer, wollte ich sagen. Nicht Abraham. Ah genau, was fällt mir ein? Mir fällt ein. Ich würde gerne wissen, ob ich... dem Vierer, ich kann ihm sogar einen Namen geben.
Sehr gut. Dann heißt mein Bär jetzt Udo. Wollte schon immer mal machen. Kann ich eigentlich so nur zwei Tiere auf einmal beschwören oder warum sind da zweimal drin? Muss ich noch dahinter kommen? Aber jetzt muss ich erstmal jemandem den Kopf einschlagen. Das ist so eine Nebentätigkeit von mir. Hab ja gehört, man soll damit auch hauptberuflich sein Geld verdienen können. Aber da stehe ich doch schon auf ehrlichere Arbeit. Wie Axt werfen. Ja, das könnte jetzt mal. Bär könnte mal mitmachen. Der nervt mich gerade. Also. Der Udo. Die Wegfindung von den Viechern ist irgendwie noch nicht optimal gelöst. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber ich sag's auch immer wieder, wenn es mich aufregt. Gut, falls wir jetzt sterben, kommen wir wenigstens hier wieder raus.